Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu ARK. Wir haben uns ein bisschen ausgebaut hier mit Dani. Und haben uns eine riesen Base gebaut und ein Kanu gezähmt und ja, es ist viel passiert im letzten Wochenende. Nein, natürlich alles Quatsch. Wir haben uns ein paar Leuten angeschlossen. Die auch von denen überfallen wurden, von denen wir überfallen wurden, und ja, wir sind jetzt in denen ihr Tribe rein und farmen jetzt, um nebenan unsere eigene Basis zu bauen und ja. Ein gemeinsamer Feind. Ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das passt hier ganz gut. Wir haben nicht gespielt am Wochenende, es ist echt viel passiert. Aber es ist irrelevant, nein, nicht relevant, weil ja die Folgen noch ein bisschen dauern, bis sie rauskommen. Ja, beispielsweise das Bett, was wir jetzt zum Schluss gebaut haben, und die Truhe davor, wurde natürlich wieder ausgeraubt. Jetzt, das Bett ist noch da, die Truhe ist leider weg von der letzten Folge. Und die Sachen, die wir in den Dingern gefunden haben, sind natürlich auch weg. Also hier wird echt alles mitgenommen. Aber gut, wir sind ja auch nicht besser. Wir gucken ja auch in jede Truhe und... ja. Aber wir würden niemals eine komplette Gruppe an Leuten einfach nur so abschlachten. Nein, das wäre echt assi. Wir würden demonstrativ unsere coolen Dinos zeigen und saucool vorbeireiten, aber... So, und jetzt haben wir irgendwann Wood, Thatch und Fiber, um unsere Hütte ein bisschen auszubauen. Hallo, ich würde hier gerne... Hä? Was ist denn jetzt passiert? Boah, irgendwie sind manche Palmen echt unverhältnismäßig groß an Holz und manche sind irgendwie nach zwei Schlägen down. Ah, verdammt. Ah, was strahlt da? Alter. Oh, Dani, ich brauch mal was zu essen. Kann ich mir da was bei denen aus dem Schrank nehmen? Ja, du kannst im Räucherschrank einfach was nehmen. Ich habe da jetzt auch sehr viel Fleisch dazugelegt. Also, so ist es ja nicht, dass man da nicht hilft. Ich verhungere. Das ist ja ungeil. Da hinten ist wieder ein Strahl. Aber der ist blau, da kommen wir nicht rein. Ja, was ist, Entschuldigung? Naja, wir haben uns jetzt eben dazu entschlossen, auch bei denen mitzuhelfen, damit wir eben eine sichere Base haben, wo wir nicht ausgeraubt werden für den Anfang. Dann bauen wir uns da oben einfach eine andere Hütte hin und dann leben wir freundschaftlich zusammen. Bis das der Tod uns scheidet. Aber wir wollen auf jeden Fall dann zusammen auch mal diese zwei Leute, die uns damals gekillt haben, angreifen, töten, vernichten, alles ausrauben, alles zerstören, anzünden, zerstückeln, essen. Wer weiß, was gerade so über uns kommt. Wie was? Ich bin zu schwer. Ja, das geht schnell. Aber ich find's gut, diese Wooden Walls, die sind gar nicht mal so schwer zum finden. Moment, ich muss kurz 22 Steine loswerden. Ich habe gerade auf der Suche nach Fiber einen Baum gefunden, wo ich 10 Bären oder so bekommen habe, aber kein Fiber. Jedes Mal dasselbe. Wenn man Bären sucht, kriegt man Fiber. Wenn man Fiber sucht, kriegt man Bären. Oh, das war nicht die Tür. Was? Ja, ich stand gerade vor der Wand und habe mich gewundert, warum die nicht aufgeht, aber es war gar nicht die Tür. Ja, nice try. Passiert. Mei. Ich bin über die ganze Map gelatscht, um hierher zu kommen. Man sieht den schönen Weg. Wir waren vorher rechts bei ungefähr 80. Und oh, den Marker kann ich noch wegmachen. Da ist Dani. Weg. Weg. Nee, warte. Mensch, so. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da... Dass die Werkzeuge schneller kaputt gehen, das wollte ich sagen. Ja, stimmt. Schau mal, du kannst doch bestimmt schon einen guten Ceiling bauen, oder? Ach, mach verdammt. Das mal als nächstes, weil ich habe schon 4 Holzwände. Wooden
Wooden Ceiling kann ich bauen, ja? Ja. Wie viele? Ja, also ich habe jetzt erstmal 4 Wände, damit wir in die Höhe eben expandieren bei unserer Hütte. Dann kommt ein Wooden Ceiling drauf und dann müssen wir wieder eine Plattform halt links daneben bauen. Aber ich würde mal schauen, also ich weiß nicht, können wir schon einen Zaun bauen oder so? Das Wooden Fence, aber das ist ja ein kleiner. Aber Wooden Wall kann man, glaube ich. Ich weiß nicht, wir haben dieses gemacht hier, schau mal. Ne, die es haben gibt, ja bei der Base auch außenrum einfach nur Wooden Wall es gebaut. Es gibt ja dieses Wall-Sign, ist das das? Vielleicht? Warte mal. Neben der Wooden Ceiling. Kann es sein, dass das das ist? Nee. Das ist einfach nur so ein Board, wo was drauf, wie so ein Schild halt. Ja, vielleicht ist es ja das. Nee, also wenn du hingehst, auf ein Billboard, wo das sein. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ein Headstream. Fragen über Fragen. Echt ein cooler Ort hier. Echt ein cooler Ort hier. Was ist denn das hier? Wooden Wall, also das ist ja schon outside. Wooden Wall. Was ist Wooden Wall? Das ich schau mal, ich habe ja Wooden Wall schon jetzt. Ich kann das aber nicht einfach in die Wildnis bauen, oder? Nee, ich kann es nicht in die Vielleicht Wildnis kann man bauen. Das an das Dino Gate bauen. Ah, ja. Du, das ist zwar nicht so schlecht, die Idee. Ja, das ist kann gut möglich. Sein. Dann brauchen wir erstmal ein Dino Gate jetzt. Ja, wann lernt man das? Ja, das haben wir noch nicht. Ich gehe mal zu unserem Haus. Zu unserer Hütte. Man kann es ab Level 20 lernen, glaube ich. Level 20, da ist nämlich 2 fette Sachen. Na gut, ich bin erst Level 14. Würde passen, na gut, ich bin Level 17, das kommt eher hin. Ach, ich drücke mal die falschen Tasten, was ist denn los? Was sieht der denn aus wie das... Ja, das, da könnte sein. Das könnte sein. Was es hier noch alles gibt. Ich will endlich Dinge. Ja, wir sollten mal ein Lagerfeuer zu unserer Hütte aufbauen. Ja, für Lagerfeuer bist du zuständig. Ah, wie viele jetzt auf einmal Ark Survival Evolved spielen? Haben wir mal Trendsetter und jetzt. Oh. Ich habe ungefähr so vielen Menschen gesagt, dass es geil ist. Hast du 12 Thatch? Dann kann ich ein Lagerfeuer machen. Ich habe überhaupt gar kein Thatch mehr. 4 habe ich. Ich werf's mal hier vor mich. Na gut. Warum zum Teufel bist du gerade leise geworden? Ani? Ich weiß es nicht. Jetzt Hallo? Geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Ich wurde angegriffen. Hat ich gerade Dilo angegriffen? Nein, mich. Scheiße, Dilo. Wie weit ist es denn bitte bis zu unserer Hütte? Ja, ich meine, ich kann das ja auch nicht einfach neben denen ihre Base bauen. Da oben ist alles voller Skorpione. Was? Und Lava? Also einer ist da zumindest. Ich habe, als ich hoch bin, vielleicht mal ein Dilo gesehen, aber auf dem Berg selber gar nichts. Es regnet. Ach, ist ja wie in München hier gerade. Ich habe so das Gefühl, das Spiel ist instabiler geworden. Es leckt öfter, ne? Ja. Okay, jetzt brauche ich mal wirklich ein Lagerfeuer, weil ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist einfach. Mir ist kalt. Wie warm ist es denn? 6 Grad, Bei mir ist auch 6 Grad, ja. Die ist eher nicht zu warm. Und ich wäre mal für ein Dach. Ja, habe ich doch gesagt, Wooden Ceiling. Das ist das Dach. Ceiling ist halt Ach, stimmt. Gleich für eine zweite Etage. Ja, stimmt. Ich denke mal, das ich reicht jetzt, dir. Ich meine, wir wollen ja auch bald ein paar zweite noch bauen. Habe ich 2 von. Ja, perfekt. Dann kannst du es ja also aber noch nicht drauf bauen, ne, weil es fehlt ja noch eine Etage. Ja, ja. Wenn ich dich mal finden würde. Ich warte hier mal im Regen auf dich. Nein, das wollte ich gar nicht. Egal. Nämlich hier irgendwo unterstellen. Nein, es regnet überall. Mami, es ist kalt und dunkel. Dani, komm. Hey, ich finde dich nicht.
Ich finde meine eigene Base nicht. Oben auf dem Berg. Ja, ich bin ja schon oben auf dem Berg, aber es regnet, es ist nachts. Ich schau mal dahin. Alter, da ist ganz, ganz viele Säue laufen da rum, ey. Jetzt ist mir kalt. Jetzt habe ich schon Eiswürfel. Wir haben. Ja, ich habe schon Eiswürfel auch jetzt. Alter, ich seh dich. Ich seh dich, ich seh dich. Okay, ich komm gelaufen. Findet der seine eigene Bude nimmer. So. Gibt's Kratzen? So. Du bau mal Wände drauf. Fehlt noch Material, oder? Was? Achso, nee. Boah, man erkennt so wenig. Erstmal Bildschirm ausmachen. Ohne Scheiß, man erkennt nichts. Ey, geh mal weg da. Hallo, ich muss da... Danke! Ich muss da doch rein. Hä? Ich seh nichts und alles blockiert. Irgendwas blockiert hier. Ich muss da... Ich seh nichts. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Bin ich jetzt drin? Ich weiß es nicht. Ich mach das Lager von mir an, ne? Jetzt sieht man was. Ja. Weil das Lagerfeuer brennt. Aber das Lagerfeuer ist doof gesetzt, weil es genau vor der Hütte ist. Ich hätte es mir in die Wand hinten stellen sollen. Ich hätte vorhin gedacht, dass wir das hier alles ausbauen. Hier überall Boden hinbauen. Ja, machen wir auch, aber das ist ja auch vorübergehend, das Lagerfeuer. Ja gut. Das sieht irgendwie ein bisschen bekloppt aus. Und wir bauen unten so einen Turm und oben bauen wir so mega nach links und rechts und vorne und hinten aus. Ist es jetzt wieder ausgemacht? Ja. Weil ich ein neues baue und zwar ein bisschen weiter weg. So, 400 Meter. Ich hab mal den Baum da hinten um. Ich brauch 4 Steine. Ich hab vorhin 22 Stück weggeworfen. Typisch. Gut. Hä? Es gibt unkaputtbare Bäume? Was? Hier ist ein unkaputtbarer Baum. Hallo Baum! Der Baum hier ist unkaputtbar. Oh, alter, ein Stein ohne Mist. Was mit dem Baum? Der nett. Sau seltsam. Okay. Oder ich bin einfach nur zu blöd, um Baum zu fällen. Jetzt schon wieder an der Base vorbei, alter. Jetzt habe ich sie aber auch verloren. Da! Nee, da ist sie doch. Ja, dann baue ich Nacht und Regen ist, Nacht und Regen ist echt tödlich. Na, dann baue ich sie hin, okay? Weil bis wir da sind, Was rumort denn da so komisch? Dann ist wieder ein weißes Licht. Hast du Fleisch? Ich habe 2 Stück dabei, 2 gekochte. Gekochte. So, gut. Kleiner Anfang ist gemacht. Oha, guck mal, da ist ein Leuchtding auf dem Vulkan oben gelandet. Das ist cool. Das ist echt cool. Ja. Kommt man halt nur mit dem Pteranodon hin, ne? Ja, wenn man so ein Ding hat. Ich muss mal meine Hacke reparieren. Was brauche ich denn? Nix, hab alles. Au. Bin angekotzt. Mir ist kalt. Scheiße hier. Der zieht mir wenigstens wieder was.
Was ist das Lagerfeuer? Wenn du auf die Base schaust, aus links. Alter, das Fiomi, was ich gerade gejagt habe, ist freiwillig die Klippe runtergesprungen, anstatt von mir. Und es lebt noch! Ist klar! Ist klar! Ist klar, Alter, was ist mit dir? Warum schau mal, du, vor allem die ist. Alter, das sind. Keine Ahnung, 300 Meter, das Ding ist runtergesprungen und lebt. Oh. Wollte das nicht vom Arm vom bösen Dani gezähmt werden? Hallo, ich habe das Lagerfeuer immer noch nicht gefunden. Ich habe auch schon wieder die Orientierung verloren. Du bist vorbeigelaufen am Lagerfeuer. Ja, bestimmt. Aber es ist dunkel und es nicht an. Es ist kalt, ich habe Freezing gerade. 0 Grad. Ja. Ab 0 Grad ist es Freezing. Hier ist es so. Grafikfehler, was ist denn das jetzt hier für ein Grafikfehler? Alles klar. Ja. Option. Ja, das Lustige ist halt, ja. Ich brauch Dinge im Fleisch. Okay, irgendwas flimmert hier gerade ganz brutal komisch. Ich glaube, das. Ach, das ist der Nebel. Ja, okay. Wow, ich werde angegriffen. Scheiße, Jo, komm. Das ist nur ein Dino. Ja, ich sehe nichts mehr. Der hat mich totgespuckt, Alter. So, perfekt, Fleisch. Oh ja, es ist kalt, wir haben es gecheckt. Minus 1 Grad. Heiz dich auf. Ich brauche mal was zu essen. Nein, nicht die Plattform. Es ist ein kühler Morgen. Erstmal Stuhlgang. Wo ist mein Stuhlgang? Also arschkalt, Alter. Scheißkalt, im wahrsten Sinne des Wortes. Du guckst ein bisschen hinter deinem Hut vor, als würdest du nichts sehen. Ja. Ich bin halt kurzsichtig. Ja, du bist sehr hutsichtig. Fängt jetzt Alter, ich bin doch nicht in einem Lagerfeuer, du Pisser! Ich stehe im Feuer! Und der friert! Was ist denn das für ein Kotz-Scheiß hier? Minus 2 Grad, ich muss das zurück zur Base, weil ich brauche Essen. Ich habe noch ein Fleisch. Und ich muss mal wieder Holz hacken ein bisschen. Und ich brauche mal eine Axt. Ne, nicht eine Axt, eine Hacke. Spitzhacke. Was braucht man dafür? Habe ich das zufällig? Nicht so viel. Natürlich nicht. Es fehlt mir Stein. Ja, arbeite jetzt was. Oha. Was braucht man, um an ein grünes ranzukommen? Ach komm. Hallo. Hey, hast du zufällig Fleisch dabei? Ein roh eingekochtes habe ich noch. Nicht du, der Lamebox. Achso. Oh. Ja, dann geh ich einfach zur Base. Willst du mit Terranodo zähmen? Nice. Komm, hol ihn. Ich glaub die haben nichts mehr zu tun und zähmen jetzt einfach alles. Was sie so finden. Kann sein, dass man noch mal schneller Hunger verliert als vorher? Was patchen die denn da alles? So dauerhungrig ist doch kein Mensch.